Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Portland, Oregon. Reisen in Amerikas grüne Zukunft. Portland, die Millionenstadt im Bundesstaat Oregon im Nordwesten der USA, gilt als Amerikas greenest city und als Umweltstadt par excellence. Parkanlagen durchziehen die grüne Metropole. Wanderfalken haben Nistplätze auf den Brücken der Stadt. Mehr als die Hälfte der städtischen Energie kommt aus erneuerbaren Quellen. In Portland ist die Leiterin des städtischen Nachhaltigkeitsbüros dem Stadtplanungsleiter vorgesetzt. Seit Jahrzehnten gehen die CO2-Emissionen trotz stetig steigender Einwohnerzahlen beständig zurück. Portland war die erste Großstadt in den USA, die Plastik verbot. Die erste, die eine Stadtautobahn in einen Park verwandelte. Die erste, die eine moderne Straßenbahn einführte. Hier findet man die längste für den Autoverkehr gesperrte Brücke Nordamerikas, die 520 Meter lange Tillicum Crossing, eine Schrägseilbrücke über den Willamette-Fluss. Die Stadt hat die höchste Pro-Kopf-Dichte von energieeffizienten Gebäuden, von Fahrradherstellern und von Mikrobrauereien in den USA. Mehr als ein Viertel der Bewohner radelt zur Arbeit, nutzt Carpools oder öffentliche Verkehrsmittel. Im nationalen Durchschnitt liegt die Quote bei knapp 1%. Und in den Rankings zur Lebensqualität liegt die Metropole seit Jahren auf den vorderen Plätzen. Die Liste ließe sich leicht verlängern. Dabei begann die Geschichte von Portland mit der radikalen Abholzung der pazifischen Wälder und dem Schiffsbau und das Abwracken von Kriegsschiffen. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs hatte das Wasser des Willamette River in eine berüchtigte toxische Brühe verwandelt. Wie kam es zu diesem fundamentalen Wandel in Portland? Welche historischen Voraussetzungen, planerischen Visionen und politischen Faktoren trugen zur Neuerfindung der Stadt bei? Und schließlich, wie entstand Portlands Image als Ökotopia, als coole, zukunftsweisende Ökostadt? Fahrradstadt. Kein anderes Bewegungsmittel schien mir für die Erkundung von Portland so geeignet wie das Fahrrad. Zum einen, weil die New York Times Portland als Bike City USA bezeichnet hat, zum anderen, weil man beim Fahrradfahren die Konturen eines Landes am besten kennenlernt, wie Hemingway einst notierte, weil man die Hügel hinaufschwitzt und hinunterrollt. In Portland sind die Hügel nicht allzu steil und die schönsten Radwege führen den Willamette entlang. Hätte ich gewusst, dass es am internationalen Flughafen von Portland die Möglichkeit gibt, sein Fahrrad nach der Landung an Ort und Stelle wieder zusammenzubauen, neben der Ankunftshalle befindet sich nämlich ein überdachter Fahrradmontageplatz. Es gibt Werkzeug, einen beschilderten Radweg nach Downtown Portland und eine S-Bahn, die Fahrräder kostenlos mitnimmt. Dann hätte ich vielleicht mein eigenes Rad mitgebracht. Stattdessen miete ich ein Exemplar bei Waterfront Bicycles, einem der über 70 Fahrradläden in Portland. Während ich warte, studiere ich eine Tafel, die an der Backsteinwand hängt. Das Fahrradgeschäft bietet eine Fülle von begleiteten Radtouren an. Von der Downtown-Tour, die billigste Variante kostet nur $59, über die Brauerei- und Marihuana-Tour bis zur Schlucht-, Küsten- und Weinland-Tour. Die kostet ca. $99. In einer Broschüre lese ich, wie fahrradverrückt die Leute in Portland sind. Da gibt es im Mai den Human Power Challenge, ein Fest mit Wettbewerben für alle Arten von menschenbetriebener Fortbewegung. Im August den Bridge Pedal, einen Tag, an dem gut 20.000 Radlerinnen und Radler die Brücke von Portland unsicher machen.
Es gibt Veranstaltungen am kältesten Tag im Jahr, im Februar, und am heißesten Tag im Jahr, im August. Wo andernorts religiöse Feiertage den Kalender strukturieren, sind es in Portland die Bike-Events. Seit 2002 können sich erwachsene Portlander am Zoo-Bombing beteiligen, einer närrischen Fahrt vom Zoo nach Downtown auf ausgedienten Kinderfahrrädern und auf Stahlrössern Marke Eigenbau. Das Warten bei Waterfront Bicycles, wo mehr als 100 Fahrräder zur Auswahl stehen, lohnt sich. Von Steve, dem Mitarbeiter, der mich bedient, bekomme ich einen Helm, ein Schloss, Lichter, einen Korb und sogar eine Flasche mit Wasser, damit du nicht austrocknest. Als ich erwähne, dass ich über Portland schreibe, nimmt Steve sich eine gute Dreiviertelstunde Zeit und zeichnet auf einem Stadtplan all die Orte ein, von denen er sagt, es sei ein absolutes Muss für einen Öko, sie aufzusuchen. Ich bin kein Öko, denke ich, aber Steves Route durch ganz Portland fahre ich ab. Ein paar Kilometer radle ich den Willamette entlang. Überall scheint es, gibt es Radwege, und auf den Straßen markieren grellgrüne Streifen mit weißen Fahrradsymbolen die breiten Spuren für Radler. Fast 2 Kilometer lang geht es über einen breiten, grünen Rasenteppich mit diversen Bäumen, darunter etwa 100 Zierkirschen, durch den Vorgarten von Portlands Geschäftsviertel. Hier wimmelt es von Radfahrern, Spaziergängern, Joggern und Skatern. Ein paar Jugendliche spielen Basketball. Einige Ältere beobachten die Schiffe auf dem Fluss. 1978 wurde der Tom McCall Waterfront Park eingeweiht und später mehrfach erweitert, unter anderem um einen kleinen Platz mit Mahnmalen, der an die ehemalige Japantown angrenzt. Hier wohnten einst tausende Japanerinnen und Japaner, bevor sie kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs als feindliche Ausländer zwangsevakuiert und viele von ihnen in Internierungslager verbracht wurden. Etwas oberhalb des Flusses, am Keller Fountain Park, in einer sanierten Nachbarschaft am südlichen Ende von Downtown Portland, mache ich Halt. Schon lange wollte ich den legendären Park und den monumentalen Brunnen aus Beton Natura sehen. Allein schon deshalb, weil der Portland-Historiker Carl Abbott ihn als emblematischen Ort von Portland bezeichnet hat. Hier begann in den 1960er Jahren eine städteplanerische Revolution, ausgelöst von Lawrence Halprin, einem Landschaftsarchitekten, dessen Büro ein Quartett von Parks mit Brunnen im Zentrum von Portland plante. Für Halprin war die Moderne mehr als nur eine Sache von Kuben im Raum. Es ging ihm darum, die Umwelt als Ganzes in die Planung einzubeziehen und lebendige Räume für Menschen zu schaffen. Seine Brunnen hatten fast gar nichts mit den US-amerikanischen Konventionen zu tun, schon eher mit der überbordenden Renaissance von Rom, der Fontana di Trevi und der Piazza Navona. Ich muss gestehen, dass ich ein wenig enttäuscht bin. Es ist Ende März, in Halprins Brunnen fließt kein Wasser, im Winter sind die Hähne abgedreht. Ich versuche mir vorzustellen, wie sich in den engen Kanälen oben auf dem Brunnen Wasser sammelt, wie es um die gigantischen Betonblöcke herumspült und über die geometrischen Felsblöcke in die Tiefe stürzt. 49.000 Liter pro Minute. Als der Brunnen eingeweiht wurde, sprangen Jugendliche, unter ihnen viele Anti-Vietnam-Protestler, ins Wasser und machten sich den neu hinzugewonnenen Wasserspielraum zu eigen. Der Ira-Keller-Brunnen wurde zum demokratischen Ort schlechthin. Geschäftsleute begannen, ihren Lunch dort zu essen. Familien fanden sich zum Picknick ein. Hippies nahmen ein Bad, rauchten Pott und trieben die städtischen Parkbeamten zur Weißglut. In den letzten 50 Jahren wurden im Keller Fountain Park immer wieder Hochzeiten gefeiert und Taufen. Es gab Rock und Pop- und Jazzkonzerte. Und alljährlich organisiert das Institut für zeitgenössische Künste ein buntes Festival.
Das Design des Brunnens wurde von den spektakulären Wasserfällen in der Columbia-Schlucht inspiriert, die 2,5 Fahrradstunden entfernt sind. Wie ein Aufruf soll der Brunnen wirken. Geht hinaus aus der Stadt, geht in die Natur. In Gesprächen mit Menschen in Portland merke ich, wie wichtig allen die Präsenz der naheliegenden Berge ist, wie stolz sie auf ihre Wanderstiefel und ihre regenfeste Sportkleidung sind. Für viele war die dramatische Natur einer der Gründe, in den pazifischen Nordwesten zu ziehen. Mount Hood, der Schneeberg, der sich mit seinen mehr als 3.400 Metern massiv hinter Portland aufbaut, ist die höchste Erhebung in Oregon und außerdem ein schlummernder Vulkan. Der Feuerberg ist kaum 80 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und auch wenn er seit 1865 nicht mehr ausgebrochen ist, weiß jedes Schulkind, dass die Ruhe eines Tages ein Ende haben wird. Vielleicht gerade deshalb übt Mount Hood eine große Faszination auf die Einheimischen aus. Die meisten sehen in ihm ein Freizeit-, Wander- und Kletterparadies. Von den Hügeln der Stadt aus erscheint er als weißes Dreieck, das sich manchmal zeigt und dann wieder verbirgt. Und in Filmen und auf Postkarten spielt der Berg eine nicht wegzudenkende Statistenrolle. Die Ureinwohner des pazifischen Nordwestens. Wie überall auf dem nordamerikanischen Kontinent gab es auch in der Region von Portland eine amerikanische Urbevölkerung, die nahezu in Vergessenheit geraten ist. Schulbücher suggerieren auch heute noch, dass die Transformation des amerikanischen Nordwestens mit jenen weißhäutigen Entdeckern und Forschungsreisenden ihren Anfang nahm, die seit dem 17. Jahrhundert die Küste und später die Flüsse auskundschafteten. Allen voran die spanischen und britischen Seefahrer Bruno de Heceter, James Cook und George Vancouver und im frühen 19. Jahrhundert die Teilnehmer der Überlandexpedition von Meriwether Lewis und William Clark, die im Auftrag von Präsident Jefferson die Dimensionen des amerikanischen Kontinents vermessen sollten. Entsprechend wimmelt es auf dem US-amerikanischen und kanadischen Landkarten von Ortsnamen, die auf Entdeckungsreisende zurückgehen. Ihre schriftlichen Aufzeichnungen wurden zur Grundlage für Lehrbücher der Geschichte der USA und der Weltgeschichte. Dass die indigene Bevölkerung der amerikanischen Westküste die Landschaft über Jahrtausende hinweg bewohnt, bewirtschaftet und nachhaltig verändert hatte, entging den weißen Reisenden völlig. Ihnen fehlte das Verständnis für Ethnologie und Archäologie, oft auch für Naturkunde. Denn schließlich waren sie alle im Auftrag ökonomischer Interessen unterwegs. John Ledyard, ein britischer Abenteurer, der Captain Cook in den 1780er Jahren in den Pazifik begleitete, war der Erste, der den Reichtum der Natur im Nordwesten des Kontinents einige hundert Kilometer nördlich von Portland pries. Wie er sollten später viele Reisende, Händler und Siedler die Gegend von Oregon bis Vancouver als eine neue Welt im Naturzustand beschreiben. Es gäbe keine Pflanzungen, erklärte Ledyard, oder sonstigen Vorkommen, die nahelegen, dass die Menschen hier irgendwelche Kenntnisse über Landbau haben. John Work, der für die Hudson Bay Company tätig war, beschrieb die Gegend des heutigen Portlands als ein Tal, in dem kein Stein und selten ein Strauch das Vordringen des Pflugs unterbrechen würde. Hier, meinte Work, träfe man die Bedingungen wie auf einem Stoppelfeld. Unzählige zeitgenössische Berichte, Tagebücher und Briefe erwähnen die jährlichen Feuer der Indianer. George Emmons, der 1841 an einer offiziellen US-Forschungsreise teilnahm, stellte im Willamette-Tal 30 Kilometer südlich von Portland fest, dass die Indianer die Prärie niederbrannten, um eine Art Sonnenblumensamen als Nahrung für den Winter zu trocknen. Auch würden die Wälder häufig in Brand gesteckt, um das Wild in eine Falle zu locken.
Ammons Beobachtungen zur Ökologie waren vergleichsweise fortgeschritten, aber auch er erkannte nicht, dass es die kontrollierten Feuer waren, die die Erneuerung der Savanne über Jahrhunderte garantiert hatten. Vielmehr sah er in den Bränden die größten Hindernisse, denen Reisende in diesem Land begegnen. Sie blockierten den Weg und zerstörten das Futter, das die Reit- und Lastpferde benötigten. Tatsächlich bot die Kulturlandschaft in den Ebenen um das heutige Portland den indigenen Bevölkerungen vielfältige Nahrung. Sie machten Jagd auf Weiß- und Schwarzwedelhirsche, Elche, Vögel und Wasservögel. Und sie ergänzten das Fleisch mit Kama- und Wapato-Wurzeln, Schwertfarnen, Nüssen, Körnern und Beeren. Während die von Spaniern im frühen 18. Jahrhundert auf dem Seeweg importierten Pferde sich von den Gräsern der Savanne ernährten und sich dabei rasch vermehrten. Aus pollenanalytischen Untersuchungen zur Siedlungsgeschichte der Region wissen wir, dass die Vorfahren der indigenen Kalapuya-Bevölkerung seit mindestens 6.000, womöglich aber 10.000 Jahren durch Brandrodung eine ökologisch stabile Kulturlandschaft im pazifischen Nordwesten geschaffen hatten. Für die Neuankömmlinge aus Europa und den USA dagegen war die Gegend bis ins südliche Kanada ein Paradies im Naturzustand. Diejenigen, die den Kontinent auf den Spuren von Lewis und Clark durchquert hatten, ergingen sich allesamt in überschwänglichem Lob, wenn sie sich dem Zusammenfluss von Willamette und Columbia, also dem heutigen Portland, näherten. In der Mitte und im Westen des ausgedehnten nordamerikanischen Kontinents hatten Gefahren gelauert. Es fehlte an Wasser und auch an Holz. Im Kontrast dazu erschien der pazifische Westen wie eine riesige Oase mit Naturschätzen im Überfluss. Ein Land großer Verheißung und potenziellen Reichtums. Eine grüne neue Welt, die ihre wahre Bestimmung noch vor sich hatte. Ähnlich wie in den Brandrodungen sahen die Neuankömmlinge auch in den Indianern selbst nicht viel mehr als ein Hindernis. Sie beklagten sich darüber, dass die Urbevölkerung sich nicht für die Jagd von Bibern und Ottern einspannen ließ. Die Tiere waren kein Bestandteil der indigenen Ernährung und der Rummel, den die Briten um Biberfelle machten. Captain Cook hatte nämlich herausgefunden, dass die Chinesen in Kanton stattliche Summen für Felle und Pelze bezahlten, dürfte den Native Americans reichlich schräg vorgekommen sein. Am Ende löste sich das Problem, das die Neuankömmlinge mit der Urbevölkerung hatten. Wie von allein. Unsichtbare Viren wurden zu ihren Verbündeten. Zuerst ab etwa 1780 breiteten sich schleichend die Pocken aus. Die Krankheit war fatal für eine Bevölkerung, der es an genetischer Immunität fehlte. Im August 1830 kam es überdies zum Ausbruch von Malaria, einer Parasitenkrankheit, die von Moskitos aus Westafrika nach Amerika transportiert wurde. Die Euroamerikaner mochten, wenn sie an Malaria erkrankten, nach einem heftigen Fieberanfall wieder zu Kräften kommen. Für die Native Americans jedoch endete die Infizierung mit Pocken und Malaria fast immer mit dem Tod. Innerhalb von zwei Generationen war die Urbevölkerung im Nordwesten der USA, die die weißen Neuankömmlinge überwiegend mit offenen Armen empfangen hatte, drastisch dezimiert. In manchen Dörfern wurde die Hälfte der Bewohner dahingerafft, in anderen bis zu 90%. Eine Katastrophe jagte die andere und im Jahr 1900 waren nahezu alle amerikanischen Ureinwohner in der Region des heutigen Portlands aus der Welt ihrer Vorfahren für immer verschwunden. Sie waren Krankheiten zum Opfer gefallen, vertrieben worden oder in Reservate verbannt. Die Geschichte der Entdeckung des amerikanischen Nordwestens ist voller Nebenhandlungen, in denen die indigene Bevölkerung eine tragische Rolle spielt. Etliche Ureinwohner hatten den Neuankömmlingen zu Beginn noch geholfen.
ohne die junge Sacagawea vom Stamm der Shoshonen zum Beispiel, die Lewis und Clark auf dem Weg in den pazifischen Westen begleitete. Sie kannte Wurzeln und Heilkräuter und bewahrte die Truppe vor feindlichen Angriffen, hätte die Expedition ihr Ziel nicht erreicht. Und ohne die Indianerin Vacuvais, die zuvor unter Weißen gelebt hatte, wären Lewis und Clark bei den Nez Perce-Indianern wohl kaum freundlich aufgenommen worden. Am Ende jedoch gab es beim Aufeinandertreffen zweier völlig verschiedener Sichtweisen auf die natürliche Umwelt klare Verlierer, die Ureinwohner Amerikas. Der euroamerikanische, auf Sachwert, Eigentum und Profit gerichtete Blick blieb ohne Verständnis für die Welt der Native Americans. Forschungsreisende, Händler und Siedler, seien es Spanier, Russen, Engländer oder Amerikaner, sahen in Bibern und Ottern nichts anderes als Fell und Pelz, in Bäumen Baumaterial, in Bergen Erz und Gold und in Gräsern Winterfutter. Die Träume des weißen Mannes hatten eine destruktive Spitze. Kaum einer hat diesen eindimensionalen, sendungsbewussten Blick des frühen 19. Jahrhunderts auf den pazifischen Nordwesten prägnanter zum Ausdruck gebracht als der alternde Ex-Präsident John Quincy Adams, der zum Zeitpunkt der Gründung Portlands 1846 in Washington D.C. in biblischen Worten erklärte: Wir beanspruchen dieses Land, um die Wildnis wie eine Rose zum Blühen zu bringen, um für Recht und Ordnung zu sorgen, um uns zu vergrößern und zu mehren und um die Erde untertan zu machen, wie es das Geheiß des allmächtigen Gottes ist. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.